Hallo und willkommen zurück. So, da ist unser guter Mann ja aufgestanden. Dann kann er auch gleich wissen. Glückwunsch, Tarek hat er für die Fähigkeit erfinden, soeben Level 3 erreicht. Ja, ich glaube, das lasse ich dann gleich als nächstes machen. Schaut euch diesen Sim mal an. Du darfst selbstverständlich auch einen Herbstsalat essen. Aber da bin ich ja verführt. Er kann hier auch mal ein bisschen zu überarbeiten. Tarek ist ein Sim, den ich von Mod des Sims habe, und Erkan ist natürlich ein ganz normaler Sim aus. Erkan ist es nur. Morning Blues. Kenn ich auch. So, na komm, dann duschst du noch so lange her noch an. Tarek ist ein Draufgänger und liebt das extrem. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Soll ich mal? Draufgänger. Liebt Extreme. Ist einen guten Adrenalinstoß durchaus zu schätzen. Oh, So wie jetzt. Blanche, Blanche. Okay, geh da hin. Muss ich die Situation jetzt manuell entwirren? Dann benutze jetzt auch noch die Toilette und dann kommt da schon wieder rein. Oh, Bibsy Tonk. Was finde? Jetzt lass den guten Mann endlich duschen. Statt wieder was zu finden. Nein. Wildpferde. Die Stadt ist so schön, dass ich eigentlich gar nicht wirklich. Schlechtes Wetter will. Tarek hat folgende Erfindung gemacht. Spielzeugkuh. Also dann zurück zu Tarek. Dann sagen wir ihm, er soll nochmal was erfinden. Weil er den Saft getrunken hat. Und er kann. Veranstaltet eine Party. Ja.
Pferdeordnung ungezwungen. Einweihungsparty können wir noch machen. 15 Uhr. So, dann ein gutes Bett. So, die Toilette. Arik, du musst noch ein bisschen üben, glaube ich. Wie Fetisch kaufen, wir können uns nicht leisten. Das ist für 250 Simoleons. Wäre natürlich toll für die Party. Apropos. Das können wir verkaufen. An die Uni werden wir keinen einzigen Sim schicken. Und Tarek hat doch jetzt das Spielzeug-Pro. Die kann er bei eBay verkaufen. So. Du hast noch etwas Zeit. Mal schauen, ob in der Stadt schon wieder irgendjemand unterwegs ist. Da war gerade jemand. Das ist der Eiswagen. Der ist nicht mit einem echten Sinn besetzt. Können wir also nichts tun. Dann geh du mal an den Spiegel und übe mal wieder ein wenig reden. So, das habe ich gesehen, aber gerade die Stadtgrenze. Ja, wenn man diesen Ort als Urlaubsort nimmt, kann ein Zeltplatz sein. Ist auch noch ein Gelände? Ja. Glückwunsch! Erkan hat für die Fähigkeit Charisma soeben Level 2 erreicht. Erkan kann jetzt die Interaktion lustig begrüßen verwenden. Und Tarek hat folgende Erfindung gemacht. Drehbewegung. Das ist cool. Ja, du hast dir was zu trinken. Produzieren müssen wir das. Mach mal weiter hier mit. Pferd adoptieren. Ich würde es dir ja gerne gönnen, aber ich glaube, das ist noch nicht auf unserer Prioritätenliste. Das klingt fast, als ob Tarek wieder was gefunden hat. Geh mal die Fangen. Nicht so ist. Tarek hat einen Hirschkäfer gefangen, der ist 131 Simoleons wert. Das ist doch großartig. So, wenn wir nicht Ball spielen, das ist in Ordnung. Jetzt könnten wir uns natürlich das Buffet leisten.
jetzt auf die Toilette, dann gehen wir. Jelsa, Nisa. Und ich denke, du musst auch bald mal wieder nach Hause. Was noch? Viele, viele Käfer. Ich glaube, diesen nächsten wird aber trotzdem lieber mal fangen. Was ist jetzt da? Ah, ich spiele mit einem Laptop. Da wird ein Japan-Käfer gefunden. Die Party von Erkan geht bald los. Was machst du? Ah, den Salat zu brennen, das ist in Ordnung. So, wenn du fertig bist, dann komm jetzt mal nach Hause. Tarek hat eine Termite gefunden. Ja, das war, glaube ich, nicht, was wir wollten. Wollen die alle hin? Die sollen zur Party kommen. So, Tarek ist jetzt auch da. Dann können wir die Käferchen mal verkaufen. Ach, ich bin schlecht, ne? Kriegen wir mal in 3 Simoleon. Ja, darfst du noch ein bisschen Apfel heraufbeschwören. So, ich leg den Apfel mal dahin. Das wird ein netter Partytrick. Ah, da kommen Gäste! Es kommen Gäste! Juhu! Tarek! Freundlich! Boom! Cool! Jamal Tanzchen. Hier? Charbo Dipsame, Pasim, Barwa Himaje. Ibi, Juxipto, Ingrid Bob, Taguni, Libby Wib, Ubi Rex. Nein, ich brauche Fortpflanzungsmöglichkeiten. Darfst du keine Bisexualität ausbilden? Ibi Bibi. Jeep, Johnny Safasi. Nagi Flu. Satso Wapi Patas. Flu. Sam. Bonchu Mazeep. Egal, was die anderen denken. Ich finde dich. Glückwunsch, Tarek hat für die Fähigkeit der Charisma so eben Level 2 erreicht. Damit kann jetzt die Interaktion lustig begrüßen von mir. So, komm, du darfst sogar flirten. Aber fast ein bisschen freundlich. Hey, nicht gleich wieder abhauen. Du musst wohl arbeiten. Das heißt schon mal, Plummerhaber, ein schreckliches Geheimnis. Was war das dran? Erkan findet Amanda Regret einfach nur atemberaubend. Sagub, Badu, G. Manka, Manku, Ra. Oh, was ist das? Zambu, Natu. Yves, Sun, Pharrell. Gabri, Dorpy. Sie sind sich durchaus angenommen. Ja. Möchtest du über Nacht bleiben?
Dummy hearts a wah. Van Diepo. Geht's ja schon richtig zur Sache bei den beiden. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich darauf, bei dir zu übernachten. Das wird toll. Erkan findet Amanda atemberaubend. Nun gut, dann müssen wir hier schon mal was vorbereiten. Ich glaube, dann haben wir bald die nächste Bewohnerin. Oh nein, wir können uns das Bett nicht leisten. Was kostet es denn? 560 und haben tun wir knapp 400. Dann warte ich noch vielleicht. Ergibt sich ja noch etwas. Glückwunsch, Erkan hat für die Fähigkeit Charisma so eben Level 3 erreicht. Heißt du? Hast du schon eine. Ah, ne, das ist noch bekannte. Kari bleibt ein Freund. Schnall hier und ja. Saftpong spielen mit. Schau mal. Sind wir mal ein bisschen weiter trudeln? Das Buch ist so wertvoll, dann können wir uns das Bett leisten. Dann können die heute Nacht ein bisschen trotteln. Bist du wirklich Schammer? Und Schammer versteht das sicher lustigerweise noch gar nicht so gut wie im Lobe. Der unheilverkündende Vollmond beginnt seinen geheimnisvollen Aufstieg in der Nacht. Ja, sobald ihr beiden fertig seid, jetzt gibt es noch ein ekliges Video. Oh, das fand er nicht. Also hat keinen Sinn für Humor, wie es aussieht. Das hat halt natürlich einiges. Also nur freundliche Sachen einschlagen. Schön. Wie passt das? Meint ihr selber gerade dasselbe, was das gibt? Mehr Steinchen Papier spielen. Ja, genau, machen noch den Kissenschlag. Und dann. Gut, was hat denn jetzt passiert? Klar, vergleichen wir unser Alter. Es scheint, dass ich 2 Tage jünger bin als du. Ist egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. Das wissen wir doch schon. Who's that?
Now we're gonna get it on. Oh, muss zurückgehen, aber die Party scheint mitgefallen zu sein. Nichts lesen? Eins muss man dir lassen. Du weißt, wie man Partys veranstaltet. Bis später. Moment, lass ich ein Stück Kuchen. Zeitung kann er ja dann lesen. Wo machen wir noch einen Kühlschrank? So, wie sieht's mit dir aus? Chapiza. Oh. Gesam. Vadish. Du hast a kabni nipakta. Nini. Ich mi dach. Bar nibzi havalu. Mi kawazigo zakabatig. Art tab. Witsi antu. Fucka. Rabzukina foy. Und das bei Vollmond. Mal probier's hier nochmal. Flirten unsere Turteltäubchen. Ja, dann würde ich sagen. Nee, nein. Ooh, Luna's a Narf. Oh, Ridafa. Oh, Narek. Lucazar. Oh. Jetzt müsste ich schon wieder auf die Toilette. Na, ja, komm, mach noch ein fürs Buch hier. Was zu erfinden, bevor du ins Bett gehst und dann extrem schlafen. Die beiden können wieder ein bisschen romantisch sein. Ah, Baby machen geht nicht. Es gibt zu viele Sims im Haushalt von Amanda. Aha. Dann machen wir einfach nur ein Techtelmechtel. Glückwunsch! Tarek hat für die Fähigkeit erfinden soeben Level 4 erreicht. Leute Merkmale von Amanda erfahren. Amanda zum ersten Mal küssen. Ja. Merkmal ist man. Oh. So, Tarek, ich würde sagen, dann gehst du noch nicht ins Bett, dann bist du noch. Durch einen Schrotthaufen buddeln, das geht noch nicht. Geschicklichkeit, das geht. Tarek, hast du was Neues erfunden? Ganz gut, das ist und damit ist ein weiterer Tag im Haushalt zu Ende.
Sie ist noch fit? Nein, sie geht auch ins Bett. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Samstag. Bis bald.